Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica Below Zero. Und wir haben erstmal Dankeschön an all diejenigen, die den letzten Part positiv bewertet haben. Bedeutet mir viel damit, helft ihr mir und den Kanal am besten. Vielen Dank dafür und ja, bitte weiter so. So, ich würde ja gerne den Turm da hinten reparieren. Das Zeug vom... na, sagt schon. Aus dem Schiffswrack. Das geht auch schon mal steil, das haben wir. Und ich glaube, wir brauchen jetzt einen erweiterten Kabelsatz noch. Das will ich mir auch schnell angucken. Erweiterter Kabelsatz. Den hauen wir uns jetzt auch schnell einmal dran, damit ich es nicht vergesse. Und... so, wo ist mein... da ist meine Seebahn. Weil den kann ich hier nicht herstellen, das haben wir festgestellt. Das geht einfach nicht. Wow, 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 ich bin tot, ich bin tot. Nicht einmal. Okay. Hat geklappt. Habe ich nicht mit gerechnet. War jetzt tatsächlich, glaube ich, auch tatsächlich der schnellste Weg. Wahrscheinlich auch der schnellste Weg, um gefressen zu werden, aber... man will sich ja nicht beschweren, ne? Okay. Essen, trinken ist noch stabil. Und dann... ab zur Base. Ja, wir müssen natürlich an dem angepissten Viech vorbei. Aber hey, komm. Wayne. Och, wir haben nur noch 60 Hüllen. Integrität. Müssen wir natürlich irgendwann mal fixen. Aber sicher nicht hier. Also bei aller Liebe, nicht hier. Okay, für den erweiterten Kabelsatz haben wir einen Computerchip und einen normalen Kabelsatz benötigt. Keine Ahnung. Was ich für den Computerchip gebraucht habe. Also es ist... sowas vergisst man echt schnell. Vor allem, sie ändern die Rezepturen halt schon echt häufig. Was ich persönlich jetzt tatsächlich nur bedingt geil finde. Ich verstehe es an einigen Stellen. Da macht das durchaus auch Sinn und so. Aber wie gesagt, das ist halt manchmal schon echt ein bisschen meh. Da waren wir schon, oder? Ja, da waren wir schon. Ja, alles gut. So. Naja, wenigstens habe ich es nicht weit. Das ist auf jeden Fall... ein großer Vorteil. Ich habe keine Ahnung, ob ich alles dabei habe, was ich brauche. Beziehungsweise, ob wir alles daheim haben, was wir brauchen. Das ist die viel bessere Aussage. Okay, da ist auf jeden Fall unser Bäschen. Und den großen Raum, den will ich jetzt auch irgendwann mal herstellen. Oh, ist so viel, was wir noch machen müssen. Und so wenig Zeit. Naja, was heißt so wenig Zeit? Zeit haben wir genug. Dann gibt es halt wieder 600 Parts. Wieso nicht? Elektronik. Computerchip Gold, Kupferdraht, okay. Kupferdraht kann ich, glaube ich, sogar herstellen. Das habe ich gerade gesehen, ja. Dann brauche ich nur noch so ein Dingens hier. Und Gold, glaube ich. Gold, 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 Gold. Gold. So. Inventory voll. Machen wir ein bisschen Titan weg. Ich werde jetzt gar nicht noch alles weghauen, weil... who knows, ne? Ah, okay. Zwei brauche ich davon. Hatte ich doch recht im Kopf. Ich weiß tatsächlich noch nicht mal mehr, wie das Rezept früher für den Computerchip war. Und für den normalen brauchen wir nur zwei Silber, ja. Ich hoffe, ich habe nicht so viel Silber. Ah, wird auch schon mager, Leute. Es wird echt mager. Aber egal. Gold, 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 Gold. Zack, zack. Und Bingo Bongo. Damit hätten wir das erledigt. Würde ich sagen, dann machen wir auch die Taschen jetzt leer. Titan nehme ich noch ein bisschen mit. Aber Crafted, da können wir
Fasergewebe und Glas reintun. Kristalliner Schwefel haben wir hier in Bio rein. Batterien können wir auch noch zum Laden. Kernstab. Was ist... Ah, Kernreaktor. Okay, Energiezelle. Die können wir eigentlich... Wie schaut denn die Energieversorgung von unserem Dödeltransporter aus? 47%. Nehmen wir die Energiezelle doch einfach mit. Aber wenn der Dödeltransporter keinen Saft mehr hat, das wäre tatsächlich schlecht. Aber den Kernstab brauchen wir auf keinen Fall. Kernstab weg. Getränke nehmen wir mit. Futter nehmen wir mit. Das können wir eigentlich da lassen. Den brauchen wir auch. Jo, ich glaube, der Rest geht steil. Haben wir hier die leere Batterie mal rein. Die anderen halten uns. Zwei sind gut. Und wie schaut's? 68 läuft. Gut, damit sollten wir doch rein hypothetisch alles haben, was wir brauchen, oder? Da müssen wir hin. Essen, trinken geht auch noch gut. Das läuft. Ja, dann können wir eigentlich ganz gemütlich... Ich blende mal hier ein bisschen was aus. Das ist gerade... Ich glaube, das ist gerade echt so. Das. Keine Ahnung, was das war. Den Rest können wir drin lassen. Okay. Hat mir nicht so viel gebracht, wie ich gedacht habe. Schiffswrack. Ich glaube, beim Schiffswrack waren wir tatsächlich fertig. Dann haue ich das auch mal weg. Schiffswrack 2 müsste noch drin bleiben. Na, wo ist denn Schiffswrack? Da. Schiffswrack 2 muss auf jeden Fall noch drin bleiben. Weil da waren wir. Da bin ich mir annähernd sicher, da waren wir noch nicht. Und einmal, ey, wieder mal gutes Wetter. Das ist sowas Seltenes auf diesen abgefuckten Drecksplaneten. Ich weiß nicht, wie der beste Annäherungswinkel an diese Insel ist. Ich habe das Gefühl, als hätten sie gedreht. Weil früher, wenn man auf das Ding hier genau zugefahren ist, dann kam man eigentlich an diese Andockbucht. Dran. Was heißt Andockbucht? An diesen Steg. Wo man auch den PDA und sowas finden kann. Ist das hier irgendwas, was ich noch nicht habe? Ne, ist nur ein Fragment der Seebahn. Jo, ne. Ich hab da nochmal eine Seebahn. Ein Seebahn-Fragment. Okay, hier können wir an Land gehen. Scheiß drauf. Ich hoffe halt, dass keines dieser Drecksviecher... ...auf die grandiose Idee kommt, meinen Truck kaputt zu machen. Dann wäre ich nicht echt angepisst und das ist schon wieder... Schlecht Wetter. Und wo ist das Drecksviech? Der wilde heute. Also das lasse ich mir nicht gefallen. So. Nee, also irgendwo gibt es Grenzen. Ganz ehrlich. Steinbrecher. Irgendwo machen wir echt eine Grenze. Also ich lasse mir einiges gefallen, aber dass man einfach auf mich zukommt, hochspringt, mir aufs Maul geht und dann wieder weggeht, als wäre nichts passiert. Nee, da hört es bei mir auf. Und wenn ich jetzt schon hier bin, sammle ich noch schnell ein bisschen was von dem guten Stuff, weil Silber und sowas sind ja bei uns jetzt eher Mangelware, habt ihr ja gesehen. Also nicht verkehrt, hier ein bisschen was mitzunehmen. Das ist ein Kupfer.
Kupfer vorkommen eigentlich eher. Das ist Silber. Wie viel Silber haben wir? Wie ich es hasse, wenn das Spiel laggt. Also das ist mittlerweile tatsächlich echt häufig. Also performancemäßig ist das Spiel aus meiner Sicht tatsächlich schlechter geworden. Hey! Oh. Oh. Da unten gibt es irgendwo einen Schatz. Das hört man gerne. In der Tiefe gibt es einen Schatz. Ja gut. Können wir uns irgendwann mal gönnen. Aber jetzt gehen wir erstmal davon hier. Okay. Hier ein bisschen Teabaggen noch. Ein wenig Disrespekten. Hey, da habe ich doch gerade abgeerntet. Machst du die nach? Drop und Silber kommt zu Papa. Das nehme ich mit. Okay. Wir müssen hoch. Einmal hier durch. Einmal so längs. Einmal hier. An die Wärmepimmelpflanze. Schön den Popo aufwärmen lassen und dann geht's wieder nach oben. Und auch bei dir. So, ich hoffe jetzt, dass das dann mit dem Reparieren funktioniert. Das wäre jetzt mega geil. War das hier lang? Nee, ich glaube noch. Hier können wir weitergehen. Aber dass da jetzt irgendwo ein Schatz unten sein soll, das finde ich jetzt tatsächlich gar nicht mal so uncool. Da wäre ich ja gerade fast getriggert, den zu suchen. Was ist das eigentlich für eine Linie? Die ist mir das letzte Mal in Blau aufgefallen. Und wieso hagelt es hier drinnen? Was sind das für krasse Hagelkörner? So. Jetzt noch hier hoch. Hier so längs. Und dann noch reparieren. Yes, Leute. Ich glaube, damit können wir die Story ein bisschen. Vespa? Ja. This is Sector Zero. Do you read? Sam, are you up there? I haven't seen any ships. I'm starting to get. Robin, I read you. Are you okay? I got set up in the life pod. I'm fine. What happened up there? We lost comms in both launch bays. It's chaos, but nothing that can't be stitched back on. What about Jeff? The ship went off course, west towards the glacial basin. He's still down here. Finding him is not the priority. Our ships are all out of action, and we've got people stranded in other sectors. I need you to stay safe until we can send a rescue team. I've done this before. I'll be okay. I know you will. Rob, I have to go. I'll call back as soon as I can. Roger that. I feel better knowing you're still up there, even if you are out of reach. Okay, da sind noch mehr Leute, Rettungsteam, das kennen wir auf diesem Kackplaneten. Irgendwie braucht man hier immer ein Rettungsteam. So, jetzt gehen wir da erst einmal ganz kurz rein, weil ich erfriere gerade. Das sollte jetzt eigentlich, der Frostbite sollte eigentlich verschwinden, okay. Das heißt doch aber damit automatisch, dass wir A-Kommunikation haben, ja, hahaha, surprise, surprise. Aber damit ich auch, jetzt müsste ich auch das andere Ding wieder herstellen können, oder? Ich denke, das durfte ich damals nicht, weil. Er ist echt ein fieser Bug. Titan. Ja, machen wir mal eine. Okay. Muss ich jetzt. Mit was? Okay, ich muss nichts schicken. Also schade. Also ich kann sie jetzt tatsächlich bauen, das ist interessant. Aber die haben jetzt nichts von mir verlangt und somit kann ich den auch nicht schicken. Ja, schade eigentlich. Schade eigentlich, aber ja, war zu erwarten. War tatsächlich zu erwarten. Okay, sonst gab es ja hier. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz hoch, da war ich noch nie, oder?
Ne, ganz da oben waren wir noch nicht. Ne, das funktioniert nicht. Und da konnten wir, glaube ich, nicht rein, oder? Ne, die ist verschlossen. Okay, ne, nicht schon wieder. Kacksturm. Okay. Okay. Wieso habe ich da so ein Handsymbol? Nein. Nicht alles. Ey, das ist so ätzend. Also das mit dem Wetter, das nervt mich schon ein bisschen. Wenn ich die Tür schließe, ist dann der Nebel weg? Nö. Wir haben massiven Nebel im Haus. Ja, okay. Dann können wir auf jeden Fall wieder rausgehen. Also jetzt halt schon cool, wenn ich so ein Frachtmodul hätte. Ich sehe halt gar nichts. Absolut gar nichts. Aber mit Licht sehe ich nichts. Ey, das ist doch echt ätzend. Okay, hier wird's besser. Nochmal schnell aufwärmen. Okay, Nebel geht weg. Ja, Gott sei Dank. Gehen wir mal hier lang. Hier so längs. Und da ist er wieder. Aber in überschaubar wenigstens. Okay, ich denke, wir sind jetzt. Okay, ich dachte, wir wären weiter unten. Ey, bei dem Nebel ist aber auch kein Wunder, dass man sich das Genick bricht. Also ganz ehrlich. So. Gut. Das Schade ist halt, dass mein Inventory jetzt gerade so voll ist. Also wir jetzt tatsächlich überlegen. Ja komm, das bringen wir jetzt noch schnell weg. Machen unser Inventory nochmal schnell leer. Und danach. Wie viel waren das? Drei oder vier? Vier Slots habe ich noch. Und dann können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Boah, hat's mich gerade gerissen. Kommt so ein Drecksviecher auf einmal. Hau ab! Ich habe ein Messer. Ich glaube, ich habe ihn erst einmal verjagt. Oder er bringt Freunde. Er bringt Freunde, alles klar. Ja, egal. Wir haben jetzt die Taschen fest voll gemacht. Das war ja das, was wir vorhatten. Und das bringen wir jetzt nach Hause. Und danach würde ich mir sehr, sehr gerne Wrack 2 anschauen. Da bin ich echt gespannt, was da drin ist. Ach, ist es schon soweit. Außentemperatur 7 Grad. Das ist eigentlich okay. Drecksviech. Das will mich. Das will mich hart. Eigentlich kann er ganz schön weit weg, wenn ich will. Robin, we're working on sending you a supply drop. Are you okay? I've got things under control. Good. We need to debrief. Before the storm, you said you spoke to one of them. One of the architects. Briefly. A meteor struck the facility somewhere. It shut down. Why aren't you more disappointed? It's further than we ever got. You think it's still alive? Robin, I know I can't stop you chasing aliens. But keep me informed if anything else happens. Don't worry. I'll follow the protocols. I have to write this up. Stay safe. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von der neuen Stimme von Robin halte. Da bin ich echt noch ein bisschen hin und her gerissen. Was meint ihr denn dazu? Ich weiß es nicht. Sie ist jetzt nicht schlecht, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie mir gefällt. Da bin ich gerade echt nicht hundertprozentig sicher, Leute. Was meint ihr denn? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Und irgendwo kommt ein Supply Drop. Ich habe nur keinen Plan, wo. Oder sie arbeitet dran und. Ja, irgendwo muss ja trotzdem dann irgendwo mal kommen, wenn sie dran arbeitet, oder?
Oder ist sie so unfähig, dass dann niemals einer kommen wird? So. Das finde ich aber geil, dass wir jetzt ein bisschen... Wir haben noch gar kein Lithium, oder? Nee. Jetzt komm schon. Aber wie gesagt, diese Lags, die gehen mir voll auf den Piss. Wenn immer wieder mal sich einen wegruckelt. Ja, okay, dann können wir uns jetzt hier mal was zu trinken gönnen. Was zu beißen. Und dann müssen wir eh wieder die Tasche voll machen. Aber meine Freunde, wir sind am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. She's my sister, not my master. You do not trust your sister. I risk my life to save you. When she finds out, I don't know what she'll do, but it won't be good for you. So, I am thrilled to meet you, and I want to help you. But first, we need to get you out of my head. You must transfer me to a superior storage medium. How? I may remember with sufficient external memory aids. Such as what? I can think more efficiently when we're not sharing your language processing unit. Are you asking me to shut up? That is another way of putting it. Aha, okay. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.